Ich grüße euch, Kindersohls. Ich bin Grokugajin und ich erzähle euch von der Azani. Wir befinden uns im 26. Jahr seit der Entwicklung des ersten Wurmlochantriebs und unsere Schiffe sind auf Erkundung. Wir suchen nach kolonisierbaren Welten im Moment. Wir haben hier hinten ein Cluster von sehr energiereichen Welten gefunden. Wir suchen immer noch so ein bisschen nach Energie. Das ist unser großes Problem im Moment. Und schicken unsere Schiffe auf Erkundung, breiten uns dabei natürlich immer aus, ne? Versuchen überall Wurmlochstationen zu bauen. Wir können die ja außerhalb des eigenen Raums bauen, auf jeden Fall. Und hoffen hier Fortschritt zu machen. Wir haben im Moment in Akubenz, das ist unsere neueste Kolonie, befindet sich hier oben. Da haben wir ein bisschen gesiedelt. Das hier sind unsere Verbündeten. Das hier sind hoffentlich bald unsere Verbündeten. Und vielleicht können wir auch das Rayop Empire zu unserem Verbündeten machen. Das wäre ganz gut. Das würde zumindest die Position der Aztani sehr festigen. Da wir dadurch dann eine Menge gesicherte Grenzen hätten plötzlich. Wir müssen mal gucken. Die sind uns überlegen. In der Flottenkapazität, ansonsten sind die uns gleichgestellt, die sind uns ebenbürtig, okay. Das Rayop Empire ist uns, glaube ich, in allen Belangen überlegen. Ja, Flottenstärke, Kapazität nur ebenbürtig, okay, aber Technologiestufen sind uns auch überlegen. Deswegen versuchen wir, die immer noch so ein bisschen auf unsere Seite zu ziehen. Klappt noch nicht so ganz. Die sind gerade im Krieg, deswegen geht das nicht. Und hier drüben die Jungs, das sind die, das Anathurian Empire. Ja, die sind noch nicht ganz überzeugt davon, zu uns zu kommen. Ihr seht das, Akzeptanz minus 21. Der Nar State wäre dafür, die einzuladen. Aber wir müssen halt gucken, wie das funktioniert, ne? Im Prinzip spricht alles dafür. Wir müssen nur gucken, wie der Modifikator sich hier ein bisschen erhöht. Grenzkonflikte haben wir gerade aufgetan. Und sie halten uns halt für spiritualistische Narren, aber wir haben eine Botschaft bei ihnen errichtet, ne? Weil wir sie natürlich hier drüben ein bisschen einschränken, gerade. Da müssen wir mal schauen. Die haben wir nicht erkundet, ne? Ja, schade. So, ansonsten unsere Erkundungsschiffe, unsere Forschungsschiffe haben zu tun. Unsere Konstruktionsschiffe haben auch eine Menge zu tun. Ups. Und hier drüben, das müsste unsere Kriegsflotte sein, der Akmalakan-Schwarm, wenn ich mich nicht irre. Nein, ihr seid ein Forschungsschiff. Ups, die Sialin. Die ziehen wir mal zurück. Das könnte ja drüben ein bisschen gefährlich werden in Avakunea. Ist das dort? Bitte einfach mal. Haben wir Kundraset nicht schon erkunden wollen irgendwie und sind da auf Gegenwehr gestoßen? Scheinbar nicht. Eine kontinentale Welt. Ja, wir gucken erstmal. Springen einfach mal hier hin. Versuchen dieses System zu erkunden. Uns damit diesen Weltraumamöben anzulegen. Ach, das sind kristalline Entitäten. Ja, die könnten wir natürlich bei Gelegenheit mal. Gob, unser Stufe 5 Wissenschaftler, hat was gefunden. Mal gucken. Von irgendwo tief in der Atmosphäre dieses Gasriesen empfangen wir etwas, bei dem es sich um eine schwache Übertragung handeln könnte. Könnte jemand oder etwas versuchen, mit uns zu kommunizieren? Keine Ahnung. Guck doch mal nach, lieber Gob. Ich meine, besser als Stufe 45, ne? Das sind halt 15% Fehlschlagrisiko. Hier hinten in Adetta befindet Gob sich gerade. Macht das schon. So, da ist unser Schiff zurückgesprungen. Springt jetzt in ein neues System. Wird dann hoffentlich hier alles aufklären können im Umkreis. Um zu gucken, ob sich da irgendwo eine besiedelbare Welt befindet. Da müssen wir mal gucken. Ups, da sind wir. Eine unbesiedelbare Welt. Eine tropische Welt und eine Tundra-Welt. Ja, die Tundra-Welt auch noch ziemlich klein. Ja, die arktische Welt, na, ist so mittelgroß. Ja, ansonsten, wir haben hier drüben, glaube ich, irgendwo Krieg. Wir können ja mal gerade gucken. Krieg, genau, mit dem Rayop Empire und das Covenant of also hier haben wir so einen kleinen Konflikt zwischen den beiden. Ich glaube aber, oh, das gucken wir uns gleich an.
Ich glaube aber, die hier sind uns sogar unterlegen. Ne? Flottenstärke, Flottenkapazität. Also die werden gerade zusammengeschossen vom Ray of Empire, wie es aussieht. Sind ansonsten uns auf einer Technologiestufe ebenbürtig. Also dem Ray of Empire unterlegen im Prinzip. Und sie sind auch noch kleiner. Ne? Also das Ray of Empire wird die wahrscheinlich vernichten, schlucken, zumindest diesen Krieg hier gewinnen, vermute ich. Ich weiß nicht, warum es da zum Streit gekommen ist, aber es ist zum Streit gekommen. So, gucken wir mal. Die Finfus hat von Mare Adeta 5 merkwürdige Werte aufgefangen. In der Atmosphäre des Gasriesen gibt es erhebliche Strahlungseinschlüsse, die das Ergebnis einer intensiven Orbitalbombardierung zu sein scheinen. Was jemanden aber die Bombardierung eines Gasriesen aus dem Orbit bringen sollte, bleibt unklar. Als die Finfus gerade die Umlaufbahn verlassen wollte, entdeckte Wissenschaftsoffizier Gopp ein schwaches Signal aus der inneren Planetenatmosphäre. Dabei könnte es sich um eine Art von Übertragung handeln, aber die Hintergrundstrahlung des Gasriesen erschwert deren Isolierung. Signal isolieren. Ein Sensorfehler, sonst nichts. Ignorieren. Nein, Situation Log updated. So, und dann würde ich sagen, wo ist es denn? Dort. Okay, das muss die Finfus dann machen bei Gelegenheit, wenn sie dort das Ganze untersucht hat. Haben wir sonst noch was? Dann, Vorläufer des Cybrex. Naja. Mare Adeta 4A, ne? Also im Mare Adeta haben wir noch ein bisschen was zu tun. Auf jeden Fall. Da haben wir zwei Dinge. Oh, das eine ist sogar zeitsensitiv. Ist das ja auch zeitsensitiv? Nope. Okay. Also das hier sollten wir mal sofort machen in... wo ist das? Finden wir raus. So, die Finfus in Mare Adeta springen wir mal gerade hin. Wie soll ich hier dieses Projekt erforschen und dann hinterher den Rest des Systems erkunden. Ne, ihr seht, das ist noch hier dieser kleine Mond, den sie erforschen würde. So, was macht denn der Akmalakan-Schwarm eigentlich? Der transferiert gerade nach Akmabuko vermutlich. Kleinen Moment, ich muss mal kurz raustabben. Sorry dafür. Okay, gut, alles klar. So, weil ich natürlich vergessen hatte, den Timer hier mitlaufen zu lassen, musste ich gerade nachgucken, wie lange ich eigentlich schon laufen habe, die Folge hier. So, in Tuban. Wie gesagt, hier haben wir einen Planeten entdeckt. Fanfutsch hat Stufe 4 erreicht. Sehr schön. Ja, JBEM ist von Bergbaudrohnen, glaube ich, besiedelt. In Dorf hier. Das Anathurian Empire hat hier eine ganze Menge rumzugurken. Was haben die denn eigentlich für eine Heimatwelt? Reptil, Bewohnbarkeit, Wüste, aha, Wüstenplaneten also. Okay, ein Konstruktionsschiff ist fertig. Wo befindet sich das? Dort. Es müsste doch dann eigentlich hier... Moment mal. Da stimmt doch was nicht. Ja, warum können wir hier keine... Das wird eine Bergbaustation, keine Forschungsstation. Warum auch immer? Das müsste eigentlich eine Forschungsstation werden. System Survey complete. So, Zamaton haben wir erforscht. Befindet sich in unserem Einflussbereich, aber da gibt es nichts Interessantes, was natürlich ein bisschen schade ist. Also, dann verlegen wir das Schiff einfach weiter.
Guck mal, oh, das ist mega stark hier. Konstruktionsschiff hier ist fertig. Da kann er direkt nach Xamarkon fliegen. Außenposten, nee, eine Forschungsstation. System Survey complete. So, die Duschstoff, wo befindet die sich? Complete. Ja, halt, stopp, nicht so schnell. So, die Duschstoff in Dorfield, ach so, Dorfield hier oben natürlich. Gut, okay. Hab da mal erkundet hier, ja. Schön. Dann. Ja, flieg doch einfach mal ein bisschen weiter. Beziehungsweise Ozeanwelten, kleine. Achso, da können wir nicht hinfliegen, das liegt außerhalb. Ja, erkundet doch mal das System hier vielleicht. So, Konstruktion, wo? Ach, Malakan. Da wollte ich gar nicht hin. Falscher Knopf einfach. Das hier. So, ihr schließt euch zusammen. Wir haben noch hier voll wenig Korvetten, nur. Vier. Ach, und das hier sind nochmal vier. Okay, gut. Ja, bei Gelegenheit müssen wir unsere Flotten auch mal aufrüsten ein bisschen. Mehr Zerstörer und so bauen. Ups. Feindkontakt. Was haben wir denn da? Kristalline Wesen. Na gut. Da gibt es sowieso nichts Spannendes, wie es aussieht. So, der Akmalakan-Schwarm soll dann verlegen. Ich muss gerade schauen, wohin. Nach Biech? Nee, das ist, glaube ich, relativ gefährlich. System Survey complete. Kunea ist, glaube ich, auch. Special Project complete. Na, erzähl doch mal, was rausgekommen ist. Der erzählt uns nicht, was da rausgekommen ist. Complete. Moment mal, was ist da los? Also, wir haben hier. Also, die Finfus hat hier ein Projekt gerade abgeschlossen, das auf Mar Adeta. Aber das Spiel erzählt uns nicht, was dabei rausgekommen ist. Das ist natürlich uncool. Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Das ist ja blöde. Aber warum tut das Spiel mir das an? Ich weiß es nicht. Das ist auch merkwürdig irgendwie. Bergbaustation fertig gebaut, sehr hübsch. Dann. Da drüben hatten wir auch irgendwo noch. Ein Bortios. Bauen wir eine Bergbaustation. So, wer hat denn hier? Die Dis Confederacy und die United Frugralaf Assembly. Ich habe keine Ahnung, wo die sich befinden. Ach, hier oben. Na, schauen wir doch mal, wie sieht's denn da aus? Die sind uns komplett unterlegen. Haben keine Flotte. Und die haben also die viel stärkere Flotte, dürften die also einfach da wegnehmen. Gab's hier schon Gebietsverluste? Tasonia und so? Ne, ich glaube nicht, ne? Da ist noch nichts passiert. Okay, danke für die Info. So, Durabius gehört immer noch nicht uns. Ach, der Akmalakan-Schwamm ist fertig. Drei kristalline Entitäten haben wir hier drüben. Ein Beach, mit dem brauchen wir uns, glaube ich, noch nicht anlegen.
Ja, fliegt einfach mal da rein. Ja, abgedockt. Sofort geht unsere Energie in den Keller. Solltet ihr euch nicht zusammenschließen, Leute? Solltet ihr? Mal gerade gucken, wo die sich befinden. Ach, die sind fast so weit. Haben sie sich zusammengeschlossen? Ja, haben sie. Sehr hübsch. Ja, da haben wir jetzt 8 Korvetten drin. 7 sind ja eigentlich Standard. Ach, Xora wollten wir eigentlich. Halt, stopp, auf mal Lakan-Schwarm, Befehl zurück. Springt mal hier rüber. So, eine Forschungsstation fertig gebaut. Ein Botios ist auch schon einen Auftrag gegeben. Durabios gehört immer noch nicht uns. Wo können wir denn noch was bauen, Leute? Irgendwo, hm? Das gehört auch alles noch nicht uns. Wir könnten hier einen Außenposten bauen irgendwie. Das würde uns wahrscheinlich ein bisschen was bringen, aber ich scheue im Moment noch so davor zurück, weil ich hoffe, dass wir irgendwo noch eine kolonisierbare Welt befinden. Ach, in Girtab, haben wir das Ding noch gar nicht besiedelt? Nee, haben wir nicht. Aber das würde sich ja schon lohnen eigentlich. Akmalakan. Ihr baut mir bitte ein wunderbares Kolonieschiff. So, und da müssen wir mal gucken. Können wir irgendwo noch was ausbauen? Botios müssten wir eigentlich unterwegs sein, ne? Unser zweites Konstruktionsschiff. Ja genau, das verlegt schon dahin. Sehr hübsch. Ja gut, dann chill erstmal. Wir brauchen im Moment auch keine neue Station. Irgendwie so, die Duschdorf, wo befindet die sich? Jelon, ist es hier oben? Ja, da ist es. Hier haben wir eine arktische Welt. Dann gucken wir uns dieses System doch einfach mal an. Da würde ich vorschlagen. Wir können ja arktische Welten kolonisieren. Ja, mich nervt es immer noch, dass bei dem Spezialprojekt hier irgendwie angeblich nichts rausgekommen ist. Keine Ahnung. Ja, das war abgeschlossen und dann ist keine Meldung aufgepoppt irgendwie. Total merkwürdig. Was haben wir denn hier? Auch eine arktische Welt. Tja, wenn wir jetzt anfangen würden, arktische Welten zu kolonisieren, könnten wir uns hier tatsächlich ein bisschen ausbreiten. Das wäre vielleicht nicht das Dümmste, ne? Da müssen wir mal gucken. Menok zum Beispiel wäre ganz interessant, weil wir dann auch Parsax relativ schnell in unser Einflussgebiet bekommen. Die haben Energie. Nicht so viel allerdings. Und ja, Frigisar, da müssen wir mal gucken, ne? Das System müssen wir noch erkunden. Der Akmalakan-Schwarm ist angekommen. Perfekt. So, dann einmal feuerfrei auf erkannte Ziele. Adetta hat leider keine Welt, die wir kolonisieren können. Na, wenn wir kontinentale Welten zum Beispiel besiedeln könnten, wäre das auch okay für uns. Vielleicht bietet sich diese Technologie an. Hostile fleet engaged. Okay.
Ist der Kampf eingefroren? Nee, okay. Haben sie uns beschossen? Die Fregatte beschießen die. Oh, nicht unsere schöne Fregatte. Die brauchen wir doch noch. Oh ja, hier haben sie es jetzt auf eine Korvette abgesehen. Man hat hier leider keine Übersicht, wie viele Schiffe das Ganze noch hat. Ne? Man muss dann immer hier so ein bisschen gucken. 8 Korvetten, wenn wir da eine verlieren, ist nicht schlimm. Situation Log updated. So, was haben wir denn? Flottenkampfstatistik, okay, gut. Wenn ihr hier fertig seid. Könnt ihr diese Trümmer erforschen. Und anschließend das System. Liebe Finfos, da habt ihr was zu tun. So, der Akmalakan-Schwarm, keine Verluste erlitten. Ist auch noch bei relativ guter Gesundheit. Wir ziehen die zurück. Die sollen sich reparieren. Die sollen sich hier reparieren. Im Boot Tios. So, dann gucken wir mal. Wie sieht es denn hier mit dem Krieg aus? Oh ja. Wir machen hier. System nee, machen sie nicht. Complete. Anomaly found. Sirti hat eine Anomalie gefunden. Wo denn? Anomalie A, irgendwas. Im Kalam-System. Was ist da zufällig? Ich lege das mal kurz zur Seite. Sirelin, Kalam-System. Ja, ist da. Ja, genau, okay, das ist sogar das Schiff, das da in der Nähe ist. Die Materialzusammensetzung dieses Asteroiden unterscheidet sich deutlich von seinen Nachbarn. Es ist wahrscheinlich, dass er von einem anderen Ort stammt, als die anderen planetaren Körper in diesem Asteroidengürtel. Das sollten wir eingehender untersuchen. Finde ich auch. Ja, erforscht das ruhig mal. Du bist ja sowieso gerade da. So. Special Project complete. Aha, und jetzt haben wir dieses Mal eine Meldung tatsächlich hier. Nach der Untersuchung des Wracks der beiden Cybrex-Kriegsform über Maadetta 4a hat Wissenschaftsoffizier Gob beschlossen, dass sie sich höchstwahrscheinlich gegenseitig vernichtet haben. Oh, diese Theorie erklärt, warum nur Cybrex-Trümmer zu finden sind und passt zu den Schadensmustern auf dem Wracks. Warum die beiden Cybrex-Schiffe gegeneinander kämpften, bleibt dagegen unklar. Nachdem sie bewegungsunfähig geschossen waren, lösten beide Kriegsformen einen Selbstzerstörungsmechanismus aus, der ihre neuralen Prozessoren zum Durchbrennen brachte. Okay, noch ein Cybrex-Artefakt geborgen, in der Physikforschung ein bisschen vorangebracht. Ist gut. Die müssen wir steigern, dringend, die Physikforschung. Ganz wichtig. So, und Zora, das ist der Akmalakan-Schwamm, der zieht sich jetzt endlich zurück nach Castor. Research complete. Oh, meine Lieblingsnachricht. So, Panzerung, Ingenieurforschung, Atomraketen, Nanomechanik, Roboter. Was machen denn Roboter? Neue Bauoption. Mechanisch, Roboter, Bewohnbarkeit. Die sind gut, um Mineralien abzubauen, für alles andere eher scheiße. Ja, ein Ingenieurlabor könnten wir natürlich irgendwie. Kostet 13 Monate. Wir nehmen vielleicht mal Atomraketen, mal sehen, wo uns das dann hinführt noch, dieser Forschungszweig. Seta Reticuli hat auch ein bisschen Energie. Mal sehen, vielleicht können wir Himpra oder sowas ein bisschen Abbau fertig. Ja, gut, okay, dann irgendwohin andocken. Bis uns Durabios gehört. Ja, da fehlt echt nicht mehr viel, ne? Ist minimal. Ich glaube, wenn das hier so zum Teil schon, dann gehört es uns. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
Ach, guck mal, ein Markup haben wir doch hier noch. Oh, sorry. Markup, bauen wir da mal noch eine Forschungsstation auf. Keiner, dass wir da noch eine Ausbauoption haben. So, Asteroidenfossilien, ja, schauen wir mal. Auf der öden und luftlosen Oberfläche von AA2312 sind Fossilien gefunden worden, die von mehreren Spezies aquatischer Tiere zu stammen scheinen. Es gibt Anzeichen dafür, dass der umgebende Asteroidenring aus den Überresten eines zerstörten Planeten besteht. Diese Funde scheinen diese Theorie zu bestätigen. Den Fossilien nach zu urteilen, war der Planet bewohnbar und zumindest teilweise von Wasser bedeckt. Ja, faszinierend. Okay, cool. Bringt uns das was? Nicht wirklich. Erkenntnis bringt uns das. So, Frigisa wollten wir auf jeden Fall mal hier erkunden. Also wir haben hier noch eine Menge zu erkunden. Ne? Wir brauchen keine neuen Wurmlochstationen im Moment. Es wäre ganz cool, wenn wir noch mal bis nach Abaconea reingucken könnten, um zu sehen, wie stark die hier wirklich sind. Ich weiß, die hier sind mega stark. Die kommen zusammen auf eine Stärke von über 700 oder sowas. Der Akmalakan-Schwarm langweilt sich. Dockt mal im Bozios an zum Reparieren. So, wie sieht es denn hier oben aus? System Survey. Da hätten wir eine Ozeanwelt. Das heißt, wir sollten bei Gelegenheit ein Zop da oder sowas mal eine Sprungstation bauen, damit wir bis dahin vorrücken können. Ein Zeta Reticuli, das war hier drüben. South Mole, Figisa wird gerade schon, das weiß ich. Das habe ich mir gemerkt. Gut. Dann ihr hier hin. So, dann gucken wir mal. Nach Enxora. Gut. Ja, erkundet das System hier. Ein Konstruktionsschiff haben wir in Botios. Das können wir schon mal verlegen. Nach Akubenz. System Survey complete. In Seattle, was haben wir da? Eine arktische Welt. Oh, sieht die gut aus? Ja, nicht so. Wäre jetzt kein Hauptkandidat zur Besiedlung. Was gibt's denn hier drüben in der Wüstenwelt? Ja, dann gucken wir halt mal Farim. JBM, hätte ich gerne. Aber diese Bergbaudrohnen oder was auch immer sich herumtreibt, machen uns das ein bisschen madig. So, wie sieht's denn aus? Durabios? Hörst du schon uns? Nein? Warum nicht? Was ist da los? So, wir gucken uns mal die Oberflächen hier ein bisschen an. Ob wir da noch ein bisschen was optimieren sollten, müssen, können, tun, haben. Was brauchen wir denn für Forschung? Physikforschung brauchen wir eigentlich. Haben wir nicht. Oh, hier können wir upgraden. Ach so, ja, okay. Was haben wir denn da? Das Physiklabor. Einerseits ja, andererseits nein. Ich hätte gern neue Reaktoren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir bauen die nicht hier mal einfach ein Forschungslabor hin. Ich meine, die besetzen das Feld sowieso. Dann können die da auch effektiv arbeiten. Wir haben das Kraftwerk, ist ein einfaches Kraftwerk. Leider. Dann kommen wir nach hier. Das ist für uns wesentlich nützlicher. Oh, was können wir denn hier upgraden? Den planetaren Außenposten. Schluckt er mehr Energie? Nö. Okay, gut. Kostet 50 Einfluss, können wir uns locker leisten. Bitte bauen. Davi Oven.
Kriegen die hier noch Zuwachs oder kriegen die im Moment gar keinen Zuwachs? Ich glaube, die kriegen keinen Zuwachs im Moment, ne? Da müssen wir wahrscheinlich erstmal so ein Feld hier freiräumen. Oder wir bauen den einfach im Raumhafen eine Hydrokulturfarm. Damit die hier schön wachsen können. Davi Ern, oh ja, da bauen wir auf jeden Fall erstmal einen Raumhafen. Und schauen mal, wie breiten die sich denn hier aus? Ganz gut, ganz gut. Sieht in Ordnung aus. Und Davi Olimba, habt ihr schon Raumhafen? Nein, ihr habt auch noch keinen. Na dann bauen wir doch mal. Und auf der Oberfläche, ja, wir spendieren euch ein Kraftwerk. So, da hätten wir das auch erledigt. Und ja, mit der nächsten besiedelbaren Welt müssen wir da mal Sektoren errichten irgendwie. Debris analyzed. Aha, was haben wir denn da? Weltraumwolken, Blitzleitung und regeneratives Rumpfgewebe nochmal 10% erforscht. Sehr gut. System Survey complete. Und hier drüben, Figiza haben wir erkundet. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich an. Und die Cialin schicken wir dann nach Akulam weiter. So, gucken wir mal. Lohnt es sich hier was zu bauen? Ich würde beinahe sagen, ja. Wir sollten das Ding hier besiedeln. Würde ich sagen. Wenn ich mich da mal nicht irre. Wir wollen ja eigentlich Girthub besiedeln gerade, ne? Weil Girthub halt auch ein schöner Planet ist. Und schon in unserem Einflussbereich liegt. Und danach dürfte dann wahrscheinlich Figisaar dran sein. Also wir bauen jetzt hier kräftig Kolonieschiffe, dehnen uns aus und schauen mal, ob das was bringt. Ne? Aber das Problem ist, Figisaar hat halt in der Umgebung gar nichts. Ne? Der Planet selbst hat ein bisschen Energie. Das ist ganz gut für uns. Das ist das, was wir brauchen können. Gerade aber dafür noch einen Planeten zu starten, ne? Wenn wir hier so ein Ding hinbauen würden. Würden diese Felder alle vom Energiebonus profitieren, alle drei. Ja, da bin ich mir noch unsicher. Ja, ansonsten Menok könnten wir bebauen. Da ist keine Startposition, die sich anbietet irgendwie. Hierhin vielleicht. Die guten Startpositionen sind alle mit Blockern versehen, blöderweise. Ja, hier würden drei Felder einen Bonus bekommen, wenn wir hier einen bauen. Wenn wir hier einen bauen, nur eins. Hier wäre vielleicht ganz gut. Da haben wir auch einen Bonus auf dem Energiefeld. Ja, wenn wir den hier besiedeln würden. Welcher Planet ist das gerade? Menok. Menok hat den Vorteil, Parsax ist halt in der Nähe. Das auch ein bisschen Energie hat. Parsax selbst hat nur eine kontinentale Welt, die können wir noch nicht besiedeln. Außerdem Tibor, tropische Welt, da sind wir noch lange nicht fähig. Und in Mar Adeta können wir leider auch gar nicht besiedeln. Valhalos, wie sieht's denn aus? Valhalos ist eine arktische Welt, sehr unwirtlich auch noch, was ist da los? Synchronisierte Rotation. Ah, okay, also der ist gelockt, ne? Die Rotation dieser Welt um ihren Stern ist synchronisiert. Das bedeutet, dass auf einer Seite immer Tageslicht herrscht, während sich die andere Seite in ewiger Dunkelheit befindet. Sollte ihr Leben existieren, ist es wahrscheinlich auf die Dämmerungsregion zwischen den beiden Seiten beschränkt. Ja, eher ungünstig. Da könnten wir eine ganz gute Starting Location hier bauen. Das würde sich anbieten. Da würden wir hier mehr Futter kriegen als Bonus. In Kazu können wir gar nichts machen. Also Valhallas ist auch ganz cool, ne? Da, was gibt's denn in Firenze? Nix. Da gibt's halt hier Lombidius und Jan und sowas in der Nähe. Das wäre ganz geil, das zu bedingsen. Also ich würde sagen, wir kloppen jetzt hier einfach raus. Und in Durabius, ja, haben wir halt eine kontinentale Welt. Und dann bilden wir hier ein paar Sektoren.
Ne, hier oben würden wir dann einen Sektor bilden, auf jeden Fall. Wir würden hier drüben einen Sektor bilden. Und ja, hier unten nicht, weil wir da nichts besiedeln können, wir festgestellt haben. Ja, das überlege ich mir nochmal, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr heute Spaß hattet, Jungs und Mädels. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.